Wir sind da, wo wir das vorletzte Mal schon waren, in diesem kleinen Tal, in diesem langgezogenen, und wollen den Rest dieses Tales mal versuchen zu ergründen und zu schauen, ob wir vielleicht noch schöne Sachen finden. Ich finde es klasse, dass ihr dabei seid. Ja, und dann würde ich sagen, hauen wir gleich rein und schauen mal, was die Wiese hergibt. Bis gleich. So, hier geht's bergab. Da gehen wir jetzt mal runter und dann werde ich da unten meine Maschinen zusammenbauen. Und dann schauen wir mal, was hier geht. Das ist die Wiese hier, die ich gern besondern möchte. Das ist ein kleines Tal, ziemlich lang gezogen. Und hier war ich eben noch nicht, außer am Rand, am Waldrand. Das Gras, ja, das ist schon etwas höher, aber es geht noch zum Sondeln. Es ist sehr feucht, sehr tauig. Aber in ein, zwei Wochen kann man das hier auch vergessen, denke ich, weil dann das Gras zu hoch ist. Dann wird es zu mühselig. Naja, aber jetzt geht's und jetzt lassen wir die Spule glühen. Ja, und der erste Fund. Ein Eisenring. Der zweite Fund ist eine Musketenkugel, welche allerdings komplett flach ist. Sie hat in jedem Fall ihr Ziel getroffen. Da haben wir es. Ja, was ist denn das? Das Andi A hier auf der Wiese. Na, das ist doch bestimmt ein gutes Omen. Denn eine alte Wäscheklammer wird es wohl nicht sein. Super, ein A. Da sitzt es drin. Sieht aus wie Kupfer. Etwas Flaches. Leider keine Münze, aber eventuell ein Stück von einem Löffel. Mal wieder Eisenschrott. Ein Flaschenverschluss. Ein Flaschenverschluss und auf Schritt und Tritt geht der Jägermeister mit. Hier eine alte Schaufel, schon ziemlich verrottet und verrostet. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Aber natürlich Schrott. YouTube. Eine Patronenhülse. Noch eine. Ja, Freunde, auf dieser Wiese ist fast nur Müll. Hier schaut. Sieht so schön aus. Aber wie gesagt, fast nur Müll. Jetzt werde ich hier noch ein bisschen weiter sondern den ganzen Müll zeige ich jetzt gar nicht. Und ja, so schnell gebe ich nicht auf. Ich schaue jetzt noch weiter. Drückt uns die Daumen zusammen, dass vielleicht noch was Schönes kommt. Und hier für heute die erste Münze. Denke ich mal. Ja. Sieht ganz so aus. Gerade ein Wagen vorbeigefahren. Ja, das ist eine Münze, aber leider schon ziemlich zerstört. Mal sehen, nach dem Saubermachen. Hier steckt es drin, aber ich befürchte, dass es sich um ein Stimmplättchen handelt. Genau, von einer Mundharmonika. Nun gut, immerhin muss ich in dem Fall sagen,
weil heute ist es wieder mal sehr schwierig, sehr mühsam. Nun gut, ein Stimmplättchen von einer Mundharmonika. Und da sitzt die zweite Münze. Hier haben wir sie. Oder es ist ein Knopf. Nein, es ist ein Knopf. Keine Münze. Egal. Ihr wisst ja, ich freue mich genauso gut über Knöpfe. Das hier allerdings ist ein sehr, ja, neuzeitlicher eventuell. Haut einen jetzt nicht komplett um, aber besser als nichts. Ihr kennt das ja. Gutes Signal. 85, 87. Also ein 80er bis 90er Signal. Dann schauen wir mal. Das sollte es sein hier. Aha. Tja. What's that? Eventuell eine alte Schnalle bzw. ein Haltehaken von einem Koppel aus der Armee. Das könnte durchaus sein. Ja, mal schauen, was rauskommt nach dem Saubermachen. Am nahegelegenen Waldrand wieder ein Stimmplättchen von einer Mundharmonika, aber diesmal ein komplettes. Es ist intakt. Das heißt, es handelt sich um kein Fragment und es war sogar eine ziemlich große Mundharmonika. Hier wieder ein super Signal. Und da sehe ich schon hier, was ist das? Eine Münze oder ein Knopf? Wohl eher ein Knopf, denke ich. Ja, oder? Ja, ich denke mal, dass es sich wohl eher um einen Knopf handelt, denn hier in der Mitte ist ein kleines Loch. Aber es scheint Bronze zu sein. Nun gut, sauber machen und dann wissen wir mit Sicherheit nachher ein bisschen mehr. Wieder ein schönes Signal. Da ist es drin. Schauen wir mal. Oh, es ist rund. Ich denke, ihr könnt es sehen, oder? Sieht ganz wie eine Münze aus. Ja. Aus Kupfer, oder? Ah nein, das sind wahrscheinlich Rentenpfennige. Ja, 10 Rentenpfennige, glaube ich. Ich habe es leider getroffen mit dem Spaten. Ja, schaut, 10 Rentenpfennige, Deutsches Reich. Leicht getroffen, aber das ist nicht so schlimm. Die findet man ja häufig, aber immerhin. Prima. Hier auf dem nahegelegenen Acker wieder ein Signal bekommen. Schaut, was ist das? Sehr schöne Patina.
Bronze eventuell, ziemlich sicher sogar, oder? Das ist ja hübsch. Aber von was das ist, wieder mal schwer zu sagen. Eine Applikation, eine Verschmückung von irgendetwas. Prima, sehr schön. Hier zwei Oberflächenfunde. Schaut. Ja, zwei Armeeknöpfe. Ist ja der Hammer. Mit Öse. Im super Zustand. Mensch, klasse. Ein kleines Stück Horn von einem Rehbock oder ja, weiß der Geier. Der Wind frischt auf und wir haben einen Oberflächenfund. Und wie so oft. Ja, euch habe ich gesucht gerade. Das war's für heute. Viel haben wir nicht gefunden, wie so oft. Schönes Wetter hatten wir, das war die Hauptsache. Viel frische Luft. Schön war's, ein schöner Sonnengang. Klasse, dass ihr dabei wart. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mitkommt und mich begleitet für ein Thumb-up. Wie immer bedanke ich mich auch. Euch alles Gute, eine gute Zeit. Ja, macht's gut. Euer Sondel-Andi.